Identifizieren uns nicht als reinen Malerbetrieb, weil wir schon auch die ganz exklusive Kundschaft bedienen wollen und auch bedienen können. Wir können im Bereich Wand- und Deckengestalt alles anbieten, von modern bis super klassisch. Noch eine Sparte, die wir abdecken, die Gestaltung mit 3D-Entwürfen. Wir haben die Möglichkeit, das machen wir hauptsächlich im Schwimmbadbereich, den Kunden einen 3D-Entwurf zu machen und können dem Kunden dann schon in einem ganz frühen Stadium zeigen, so könnte der Raum aussehen. Beim Schwimmbadbereich, da hat man natürlich einmal die hohe Luftfeuchtigkeit, ich habe die hohe Temperatur in dem Raum. Da gibt es ein paar Faktoren, die man beachten muss. Und wir haben aber Mittel und Wege, dass wir eigentlich fast alles, was man im normalen Wohnbereich einsetzt, auch in einem Schwimmbad einsetzen kann. Meine Frau sagt immer, egal wo, auch wenn wir im Urlaub sind, mein erster Blick geht immer erstmal am Boden. Sie so, ach guck mal, wie schön die Blumen hier sind. Ich so, Mensch, der Boden ist aber ein bisschen stumpf hier. Wenn ich sehe, Mensch, da liegt so ein Stein, der eigentlich sehr edel ist, aber völlig tot und auch nicht das repräsentiert, was er könnte, dann würde man am liebsten zu den Leuten hingehen und zum Hotel sagen, Mensch, wissen Sie eigentlich, wie der Boden eigentlich aussehen könnte? Und wenn man dann wirklich zum Auftrag kommt, dass es durchgeführt wird, dann ist das Erlebnis bei ganz vielen ganz groß, wenn ich sage, Mensch, ich hätte zwar ein positives Ergebnis erwartet, dass das auch wieder ein bisschen besser wird, aber mit so einem Ergebnis hätte ich jetzt niemals gerechnet. Und diese Resonanz haben wir recht häufig. Ich hatte letztens einen Baustellentermin. Da kam die Frage auf, wer kann denn diese Arbeiten abdecken, wer kann das denn abdecken. Normalerweise wäre ich da ziemlich hilflos gewesen, aber dann fiel mir sofort das Netzwerk ein und konnte dem Architekten dann auch ein paar Kontakte rüberspielen. Sehr freundschaftlich, das heißt, es ist so, als wenn man schon viele Jahre zusammenarbeiten würde. Es ist auch sehr schnell eine Vertrauensbasis da, weil ich selber würde jetzt auch nur in meinem Umfeld jetzt jemanden weiterempfehlen, wenn ich auch wüsste, dass die Arbeiten, die dort durchgeführt werden, auch sehr gut sind und auch zuverlässig sind. Weil es fällt ja sonst auch negativ auf einen zurück, wenn ich jemanden empfehle und der im Nachhinein sagt, Mensch, wen hast du mir denn da empfohlen? Und da weiß ich ganz genau, beim Expertennetzwerk sind halt nur Leute, die schon seit vielen Jahren bewiesen haben, dass sie ja sehr zuverlässig sind.